Hallo ihr Lieben, ich gebe euch heute mal einen kleinen Einblick in meine Übungsroutine. Und zwar übe ich heute, dass die eine Hand, die rechte Hand, was anderes macht als die linke Hand. Also dass die quasi abgekoppelt voneinander sind. Und zeige euch mal, wie ich da rangehe, bis es dann am Schluss hoffentlich fließend funktioniert. Wir werden sehen. So, ich zeige euch erstmal, was ich spielen möchte. Mit der rechten Hand spiele ich einen normalen, ganz normalen Grundbasslauf. So einen Teppich, Klangteppich. Das, was ich mit der rechten Hand spiele, und mit der linken möchte ich diese Melodie spielen. Jetzt fange ich einfach mal an, mich daran zu tasten. Seht ihr? Dann will die Hand will das Gleiche machen wie die Hand. Kennt ihr wahrscheinlich. Also ich fange ganz klein an. Ich fange erstmal an, diesen Doppelton dazu zu nehmen. Es sitzt noch nicht so ganz. Ich will dann immer gleich schon loslegen und merke, okay, es ist noch nicht ganz abgespeichert im Kopf. Also, auch wenn es erstmal vielleicht ein bisschen langweilig ist, obwohl ich finde es teilweise auch eher meditativ, spielt so lange diese Abfolge, bis sie wirklich drin ist, bis sie wirklich flüssig ist und bis sie überhaupt nicht mehr nachdenken müsst. Viel Spaß!